Und da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück. Heute bekommt ihr das ultimative grenzüberschreitende Duelle-Guide. Wie versprochen, haue ich jetzt nacheinander die Guides raus. Und wenn es irgendwelche Guides gibt, die ihr bevorzugt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Aber zuerst das Intro. Festhalten, Freunde, es geht los. Die grenzüberschreitenden Duelle sind ein Cross-Server-Ding. Das bedeutet, wir spielen wieder mit dem ganzen Server zusammen gegen andere Server. Das Ding findet jedes Wochenende statt. Und zwar beginnt es um 10 Uhr Samstag und geht bis 22 Uhr sonntags. Samstags jedoch könnt ihr nur bis 22 Uhr überfallen. In euren eigenen Server könnt ihr trotzdem rein, aber ihr könnt nicht weitere Überfälle starten. Der erste Einstieg ist immer kostenlos und jeder weitere Einstieg kostet euch 2000 rote Diamanten. Ausgenommen ist natürlich euer eigener Server, da könnt ihr jederzeit kostenlos rein. Wir sehen hier auf dem Wappen rechts von oben nach unten geordnet zwei Kreise, beziehungsweise je nachdem wie viele man hat. Es gibt insgesamt 4 Bosse. Das sind die sogenannten Bosse. Jeder Boss bringt euch 20% mehr Punkte. Sprich, wenn ihr alle 4 Bosse zum Beispiel habt, sind es 80% mehr Punkte. Es gibt 2 Aktionen, die wir hier machen können. Die erste Aktion ist, einen Server zu überfallen. Da gehen wir rein, besiegen Monster, besiegen Spieler oder besiegen die Bosse. Die zweite Aktion ist immer das Verteidigen. Das läuft auf dem eigenen Server. Da geht ihr dann einfach rein und könnt euch auf irgendeine Map teleportieren. Wir bekommen jedes Mal, das habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, das steht ungefähr in dieser Höhe jedes Mal, Systembenachrichtigung. Der und der vom Server dies und das läuft gerade bei euch auf dem Süßigkeitenpark Amok zum Beispiel. Da haben wir es. Systemnachricht. Das meinte ich vorhin. Dann geht ihr in euren eigenen Server rein, zum Kampf gehen und geht, wie gesagt, wenn der jetzt auf dem Süßigkeitenpark ist, dann geht ihr da rein und teleportiert euch dorthin, wo der Gegner sich befindet. Das seht ihr. Die grünen Kreise hier um diese Pilze sind eure eigenen Spieler von eurem eigenen Server. Wenn ihr den Gegner gefunden habt, sollte dieser grüne Umriss dann rot sein. Bevor ihr überhaupt einen Server überfallen könnt, gibt es 3 Modis. Ich nenne das jetzt mal Modis. Der erste ist Kampfwahnsinniger. Der zweite ist Guerillatrupp und der dritte ist der Exorzist. Bei Kampfwahnsinniger bekommt ihr 20% auf HP, Angriff und Verteidigung, wenn es ums PvP geht. Sprich, wenn ihr andere Spieler angreift. Der zweite erweitert euer Sichtfeld um 20%, eure Anfangsgeschwindigkeit um 50%. Das ist, wenn ihr auf irgendeine Map spawnt, seid ihr erstmal 50% schneller. Und das dritte ist Bonus der Angriffsdistanz. Bedeutet, ihr könnt Monster oder Spieler, die weiter weg sind, anklicken und angreifen. Ich wähle hier immer den Exorzisten, weil hier bekommen wir HP, Angriff, Verteidigung bei PvE. Jeweils 20%. Das zählt auch für die Bosse. Und die Bosse sind hier bei diesem Cross-Server-Ding eigentlich das Wichtigste. Dann haben wir den Reiter-Ranking. Das wird unterteilt in 4 verschiedene Ranking-Systeme. Persönliches Ranking, eure Gesamtpunkte von dem jeweiligen Run. Also ihr, wenn ihr jetzt mehrere Runs macht, zählen automatisch die Punkte, wo ihr die meisten Punkte gemacht hattet. Aber wie gesagt, nur vom besten Run, also nur von einem Run. Das zweite ist die Ranking der Abwehr. Da zählen die Gegner, die ihr beim Verteidigen auf eurem eigenen Server besiegt habt. Das dritte wäre dann Ranking der getöteten Monster. Das sind die ganzen Monster, die wir gleich auch nochmal auf der Karte sehen werden. Und zu guter Letzt hätten wir Server Ranking. Und hier zählen die Gesamtpunkte aller Spieler. Die werden zusammen addiert und ergeben dann diese Summe zum Beispiel. Dann haben wir den Reiter Aufgabe. Das sind unsere Missionen, die wir abschließen müssen. Hier bekommen wir rote Gems, dann diese blauen Kristalle und natürlich Lampen. Vor allem die blauen Kristalle sind sehr wichtig. Und die Wichtigkeit zeigt euch der Tauschreiter. Hier können wir nämlich unsere Medaillen und blauen Kristalle ausgeben. Vor allem findet ihr hier 100-faches Hacken, Windpfeile und Blutmond. Diese 3 Fähigkeiten sind sehr wichtig. So, wie sammeln wir jetzt Punkte? Folgendermaßen. Das passt ja eigentlich ganz gut. Dann kann ich euch direkt zeigen, wie das mit dem Verteidigen aussieht. Ich habe jetzt nicht genau geschaut, wo der Gegner sich befindet. Aha, da ist er. Wusste ich doch. Zack, teleportieren, automatisch an.
Und jetzt ist er weg. Babam, babam, babam. So, so verteidigt ihr euren Server. Okay, ich werde das jetzt ein paar Mal machen. Es gibt natürlich immer wieder so Experten, die besiegt ihr und die spawnen an der gleichen Stelle wieder. Das bringt euch natürlich Punkte beim Ranking der Abwehr. Die will ich jetzt natürlich auch mitnehmen, wenn der jetzt weiter spawnt. Schauen wir mal. Okay, jetzt hat der aufgehört. Alles klar. Wir können weitermachen. Yo, wo waren wir geblieben? Genau, wie sammeln wir jetzt Punkte? Die meisten Punkte bringen euch diese Bosse. Jeder Boss, den ihr von 100% auf 0% alleine haut, gibt euch 50.000 Punkte. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel alle vier Bosse in einem Run alleine holen könnt, sind das 200.000 Punkte. Ansonsten können wir auf der Map Spieler besiegen oder auch Monster. Bei den Monstern aber nur die Monster, die auch auf der Karte angezeigt werden. Ihr findet auch Monster auf der Map, die nicht auf der Karte angezeigt werden. Die bringen euch leider keine Punkte, steigern aber trotzdem euer Ranking bei Ranking der getöteten Monster. Solltet ihr einen Boss zu zweit oder zu dritt weghauen, werden die Punkte natürlich prozentual aufgeteilt. Je nachdem, wie viel Schaden ihr beim Boss angerichtet habt. Eins möchte ich euch direkt auch zeigen und sagen. Und zwar, wir sehen hier wie gesagt die Spieler. Je größer das Symbol eines Spielers ist, umso stärker ist dieser Spieler. Also wenn ihr jetzt unterwegs seid und euch einen Gegner verfolgt zum Beispiel, dann könnt ihr anhand der Größe schon erkennen, ist dieser Gegner stark oder nicht. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir natürlich auch kurz über die Monster quatschen. Wir sehen hier diese Monster-Symbole. Und diese Monster bringen euch Punkte, wie gesagt. Wenn ich mich jetzt hier porte, okay, das ist jetzt auf dem eigenen Server, die bringen mir keine Punkte, aber bei den gegnerischen Servern halt, ne? Der hat mir jetzt einen Punkt gebracht. Dieses Monster zum Beispiel, oh, ja gut, okay, alles klar, der macht das. Dieses Monster hier oben zum Beispiel, der ist nicht auf der Karte gelistet. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ich werde mich selber auf der Karte wahrscheinlich nicht sehen, nein. Aber ja, wie gesagt, dieses Monster ist nicht gelistet gewesen, weil dort war nur ein Symbol, einer von den beiden war es gewesen. Und der hat mir jetzt zum Beispiel Punkte gebracht gehabt. Wenn ich den jetzt auf dem gegnerischen Server besiegen würde, würde das keine Punkte bringen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr einen gegnerischen Server überfällt, bringen euch die ersten drei gegnerischen Spieler, die ihr besiegt, drei weitere Minuten ein. Bei jedem Überfall habt ihr eigentlich immer nur 10 Minuten. Besiegt ihr aber drei Spieler, bekommt ihr 3 Minuten plus und hättet somit quasi 13 Minuten. Werdet ihr einmal besiegt, wird euch eine Minute abgezogen. Das gilt natürlich nur jeweils einmal pro Run. Also ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel 6 Spieler in einem Run besiegen und bekommt 6 Minuten. Das ist natürlich Quatsch. Zusätzlich habt ihr auf eurem eigenen Server die Möglichkeit, täglich 10-mal Monster zu besiegen und 10-mal Gegner zu verteidigen, um diese blauen Kristalle zu erhalten. Das gilt aber nur 10-mal pro Tag, also ihr könnt es jeden Samstag machen und jeden Sonntag einmal. Verteidigen könnt ihr natürlich trotzdem, so oft ihr wollt, so viele Gegner wie ihr habt, könnt ihr verteidigen bis zum geht nicht mehr. Ihr bekommt halt nur 10-mal diese blauen Kristalle. Dann schauen wir uns doch mal die Symbole an, wenn wir irgendwo auf einer Map sind. Oben links haben wir diese Schriftrolle. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir Fahndungslevel. Das sind Gegner, die bei euch auf dem Server gerade Action machen. Bei uns ist es aktuell niemand, aber sonst ist hier ein Gegner gelistet. Und wenn ihr hier auf diesen Button Gehe zu dann klickt, das wäre normalerweise hier ungefähr, dann könnt ihr euch direkt auf die Karte teleportieren und müsst den Gegner ausfindig machen. Unten links haben wir hier so eine Schatztruhe. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir Belohnungen, die wir abholen können. Das sind Online- bzw. Offline-Belohnungen. Das ist so ähnlich wie im Hauptspiel-Bildschirm, nenne ich das jetzt einfach mal, wo wir die Kiste in der Mitte haben und immer wieder was einsammeln können. Hier ist es genauso. Die Belohnungen sind basierend auf eure Kampfkraft. Das steht hier sogar. Da. Da steht's. Je höher die Kampfkraft, desto höher der edle Ertrag. Dann haben wir das Symbol mit der Karte. Wenn wir hier draufklicken, haben wir die ganze Karte. Insgesamt gibt es auch übrigens 5 Maps. Die Bosse sind immer in der Hauptstadt des Lichts. Dann gehen wir einmal zurück.
und haben hier den Button teleportieren. Wenn wir hier draufklicken, können wir uns auf der Karte teleportieren. Wir teleportieren uns dann aber, uns wird erstmal nur die Map angezeigt, wo wir auch gerade drauf sind. Bei mir jetzt ist es zum Beispiel der Süßigkeitenpark. Wir können uns aber auch, wenn wir hier auf Karte klicken, auf eine andere Map teleportieren. Das wäre auch kein Problem. Dann haben wir den Button mit den Zahnrädern. Wenn wir den klicken, greifen wir automatisch an. Und mit dem Button daneben entscheiden wir, ob wir nur Spieler angreifen oder nur Monster angreifen oder beliebige Einheit. Dann greifen wir das an, was gerade da ist. Und der letzte Button hier ist Beschleunigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier draufklicke zum Beispiel, laufe ich ja mit diesem Tempo. Ich klicke weiter, der läuft. Wenn ich jetzt Beschleunigen anmache, läuft der schneller. Zack, nochmal und nochmal. Das hat auch einen kleinen Cooldown. Ich weiß nicht, wie lange, 5 Sekunden vielleicht oder 10 Sekunden ungefähr. Okay, kommen wir zu der Strategie und zu den Tipps. Und zwar folgendermaßen. Ich habe für die grenzüberschreitenden Duelle, habe ich euch ja ein Video zugemacht. Kann ich euch gerne oben in der Infocard verlinken. Ich habe für die grenzüberschreitenden Duelle ein eigenes Building. Und zwar gehe ich hier auf Full Damage. Nichts anderes. Purer Schaden hier. Denn die Bosse machen kaum Schaden bei mir. Deswegen nehme ich alles, was einfach Damage macht. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, jetzt mit dem Schwertkämpfer ist es ein bisschen schwieriger als mit dem Axtkrieger. Der Axtkrieger war bei mir zuletzt bei 35 Sekunden, glaube ich, gewesen. Habe ich einen Boss in 35 Sekunden weggeholt gehabt. Jetzt mit dem Schwertkämpfer dauert es schon fast eine Minute. Weil der Schwertkämpfer ist halt ein bisschen defensiver. Und ja, liegt auch daran, dass ich die neuen Ausrüstungen ein paar Stück bekommen habe. Aber nichts so, wie ich es haben möchte. Es fehlt immer Konter oder Crit. Also ich habe definitiv viel weniger Crit mittlerweile. Ich war schon bei 65% gewesen und da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ich wechsle das Set jetzt mal, weil ich werde kurz einmal reingehen und euch zeigen, wie ich das normalerweise immer mache. So, Server 81 hat jetzt 2 Bosse. Das bedeutet, da wollen wir rein und die Bosse holen. Jetzt kostet es bei mir 2000 rote Gems, weil ich bereits heute schon drin war. Ich gehe zuerst einmal in den Süßigkeitenpark. Teleportiere mich irgendwo hin, wo viele Spieler sind. So, Teleport. Und greife erstmal die Spieler an. Weil, wie gesagt, 3 Spieler bringen uns 3 Minuten plus. Ihr seht es jetzt auch, ich habe oben 9 Minuten und 41 Sekunden stehen. Das ist jetzt Spieler Nummer 2. Nachdem ich den dritten besiegt habe, werden 3 Minuten dazu addiert. Weg damit. Und ihr seht es, jetzt haben wir 12 Minuten und 26 Sekunden. Ich habe die 3 Minuten geholt, dann klicke ich auf die Karte, gehe in die Hauptstadt des Lichts. Hier ist der Boss, teleportiere mich direkt dahin und hau das Ding kurz runter. Ihr solltet euch am besten mit dem ganzen Server absprechen, wie genau ihr es macht. Vor allem die Server, die ihr als Gegner bekommt, sind auch immer unterschiedlich. Der eine ist aktiver, der andere ist nicht so aktiv. Da müsst ihr so ein bisschen schauen halt. Wenn jetzt zum Beispiel ein gegnerischer Server gar nicht aktiv ist, braucht ihr da zum Ende hin eigentlich kaum reingehen oder irgendwas Besonderes zu machen. Ihr müsst halt schauen, wie viele Punkte ihr habt und wie viele Punkte die anderen haben. Wenn der letzte Server, da ist schon jemand, der möchte verteidigen, geht zur Seite, bitte. Wenn ihr jetzt... Wo war ich geblieben? Ich weiß nicht mehr. Ich meine... was? Wo war ich geblieben? Genau. Wenn der letzte Server zum Beispiel bei euch in diesem grenzüberschreitenden Duelle, wenn der letzte Server so wenig Punkte hat, dass der selbst mit 4 Bossen Platz 3 nicht schafft oder Platz 2 nicht schafft, dann braucht ihr da nicht großen Wert drauf legen. Es kann natürlich sein, dass so inaktiv wie die auch scheinen mögen, zum Ende hin aktiver werden. Ihr müsst das alles bedenken. Müsst ihr einfach mal schauen. Vielleicht schickt ihr einfach, wenn ihr genug Spieler habt, zur Sicherheit 2, 3 Spieler da in den Server mit rein am Ende, damit die da die Bosse holen können, falls die die Bosse irgendwie von den anderen Servern holen sollten. So, ich habe das jetzt mal beendet. Ich wollte euch das ja nur mal kurz zeigen. Die beste Taktik, die ihr zum Ende hin verwenden könnt, ist folgende. Ihr sprecht euch mit eurem Server ab.
Ihr schickt, wenn ihr zum Beispiel die drei besten Spieler aktiv auf eurem Server habt, gehen die drei besten Spieler verteilt in die drei verschiedenen Server, nicht alle in einen. Mit den besten Spielern schickt ihr dann jeweils immer ein paar Leute mit, die die unterstützen. Den Einstieg macht ihr im besten Fall 10 Sekunden vor 22 Uhr. Ich sag euch natürlich auch warum, weil 22 Uhr ist alles zu, wie gesagt. Wenn ihr aber paar Sekunden vorher noch in den Server eintretet, habt ihr die volle Zeit. Also ihr könnt die volle Zeit trotzdem weiterhin nutzen. Bedeutet, ihr geht vorher rein, die Gegner werden das genauso machen und ihr versucht, die Bosse auf euren Server zu bekommen. Das ist auch immer so ein bisschen Glücksspiel, wie viele aktive Spieler haben die Server von den Gegnern, mehr oder weniger, und wie stark sind die Spieler von denen, das ist dann halt immer so ein bisschen schwer abzuschätzen, aber ist die beste Chance bzw. die beste Möglichkeit, die ihr dann machen könnt. Wenn ihr die Bosse auch geholt portet euch einfach auf irgendeine andere Map, besiegt andere Spieler oder die Monster auf der Karte, wirft aber immer wieder mal einen Blick in die Hauptstadt des Lichtes, weil wie schon eben erwähnt, die Gegner werden das genauso machen und die holen die Bosse ständig zurück. Dann haut ihr die Bosse wieder weg und die holen die zurück. Okay, das sollte dann alles zu diesem Thema gewesen sein. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.